Jetzt reden wir über einen Mann, der eigentlich allen Fußballfans in irgendeiner Form Freude macht. Ibrahimovic. Corona-positiv getestet. Und wie ist seine Reaktion? Eine schlechte Idee von Corona, sich mit mir anzulegen. Ja, das ist wieder Ibrahimovic. Deswegen, wir haben über Martinez vorne gesprochen, jetzt immer am Ende über Ibrahimovic. Du denkst doch, das kann doch nicht sein, der alte Sack. 38. Dass der noch irgendwo kickt. Wo spielt der noch mal? Und dann guckst du, naja, der gewinnt erstmal AC Mailand ganz kurz mit 2 Toren das Auftaktspiel in der italienischen Liga. Das ist ja nun nicht irgendwo im fernen sonst wo. So viele Jahre dabei, so wunderbare Dinge gemacht, so viele Dinge gesagt, wo du im ersten Moment denkst, was für ein arrogantes A. Und dann denkst du, hey, aber das ist gar nicht so verkehrt, ist es gar nicht, was er sagt. Ich meine, das, schöner kannst du dich doch dem nicht stellen. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich habe gar kein Corona, ich gehe jetzt einfach raus, die anderen, das geht mich alles nichts an, da hätte ich gesagt, schafft ihn weg. Aber wenn einer sagt, ich hab's, jetzt gehe ich in Quarantäne, aber das wird Corona noch büßen. Das ist doch etwas, was einem so ein Lächeln gibt und so das Gefühl gibt, ja, so glaube ich, müssen wir mit der Sache umgehen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Ibrahimovic. Und wer sich ein bisschen mit seinem Leben und seiner Karriere befasst, der kommt wirklich aus einer Ecke in Malmö. Also da ist sozialer Brennpunkt noch sehr, sehr, sehr empathisch ausgedrückt. Und hat sich dann hochgespielt, war jetzt in Los Angeles, hat ein bisschen Hollywood gemacht, hat danke Ibra. Das passt ja perfekt zu ihm, ja. Irre. Und dann macht er eine Anzeige, als er dorthin kommt, danke Ibra. Bedankt sich bei sich selber, dass er sich dort ihnen schenkt. Also wenn man sich seine Stationen anguckt, ja, man denkt, da geht es um 3 Spieler. Ja? Also Ajax, Juve, Inter, Barca, Milan, Paris, Man United, LA Galaxy, haben sie gerade jetzt wieder Milan. Und fragen Sie mal dort, und was war der? Hat er nur hier, war der da, hat kassiert? Mhm. Solche Typen gab es auch schon. Hat nur Geld kassiert und ein bisschen den Affen gemacht und das war's? Nee, der hat überall seine Marke hinterlassen. Und noch besser, ich habe kürzlich ein Interview gelesen mit Calhanoglu, dem Ex-Schalker, der jetzt bei Milan auf der 10 spielt. Und der hat erzählt von Ibrahimovic, wie der so ist im Täglichen, wie ehrgeizig der immer noch ist, wie der eine Mannschaft pusht, wie der die Leute zieht, wie er Ratschläge gibt. Und zwar nicht, jetzt kommt der große Ibra und der sagt euch mal, dass der Ball rund ist, sondern wie der eine Mannschaft auch führt. Überragend. Ein richtig toller Typ. Warum hat er nie einen großen Titel gewonnen? Das ist ja so der, ich will nicht mit Makel anfangen, aber klar, das ist der Makel seiner Karriere. Darum zählt er für viele nicht zu den ganz Großen. Naja, mit Schweden wird schwer, schon klar. Reden wir über die Champions League. Ein bisschen so. Bei Barcelona war die Chance mit am größten, da war Guardiola. Und warum hat das nicht geklappt zwischen Guardiola und Ibrahimovic? Doch zu viel Ego im Raum? Das könnte gut sein. Wenn Sie aber Ibrahimovic fragen nach Guardiola, das können wir nicht senden jetzt hier. Das kannst du nur nach Mitternacht. Andersrum vielleicht auch. Das möglicherweise auch. Also, aber Guardiola wollte eine andere Art Spieler. Und er ist immer sich selber treu geblieben. Hat nie versucht, sich kleiner zu machen. Und dann waren die Clubs zum falschen Zeitpunkt. Milan war mal eine große Mannschaft, war er nicht dort. United war mal auch nicht. Es passten manche Dinge nicht. Makel, wenn Sie ihn fragen, ach, weißt du was? Ibra ist größer als jeder Titel. Ibra ist größer. Fragen Sie Gott, aber Sie sprechen ja mit ihm. Irgendwann hat ihn mal gefragt, wie geht das Spiel aus? Da müssen Sie Gott fragen. Aber naja, gut, Sie sprechen ja gerade mit ihm. So, da denkst du auch wieder, hat er sie noch alle? Kurzes Grinsen, weg. Macht viele Dinge im sozialen Bereich, kümmert sich um Sachen auch zu Hause, Malmö. Also, das ist ein prima Typ. Hätten wir den gerne mal in der Bundesliga gehabt? Wäre das einer gewesen, der auch Bayern in irgendeiner Form mal weitergebracht hätte? Oder sprengt der so einen Mir San Mir Oasenclub wie Bayern? Das ist natürlich immer der Punkt. Bei einem solchen Typen, der niemals sagen wird, so, ich mach mich mal klein und Duckmäuser mal ein bisschen auf der Bank rum. Das muss ein Club immer wissen. Das ist Messi, haben wir doch hier lang diskutiert, geht der Weg von, wo soll er hingehen? Wenn er irgendwo hinkommt, verändert er den gesamten Aggregatzustand. Und Ibrahimovic ist jetzt nicht Messi, anderer Typ, aber auch, ja, wenn ein Club ihn gebraucht hätte zu einem Zeitpunkt X und
nicht sich ihm ausliefern. Weil nochmal, er hat diese Dinge nicht für die Galerie gemacht, sondern er hat immer den Erfolg haben wollen und hat es für die Mannschaft gemacht. Aber natürlich ist so einer, der macht Hierarchie, ich sage euch, was Hierarchie ist. Und dann gucken wir mal, wer da mitzieht. So. Also ja, hätten wir gerne in der Bundesliga gehabt. Also jede gewesen. Liga hätte ihn gern gehabt. Jede. Und er beweist gerade bei Milan, dass man noch was anderes aufwärmen kann außer Eintopf. Die Serie A war mal das Maß der Dinge. In der Serie A, wenn Sie mal schauen, da kannst du auch als älterer Herr durchaus noch, ich will mich da nicht ins Gespräch bringen, nirgends, bitte. Wollte gerade schon nachfragen. Ja, genau. Der neue Traumstock, Ibrahimovic reif, ja? Wo soll es denn hingehen? Nein, dort kann er noch spielen, weil sie eine ruhige Art Fußball spielen. Dort ist nicht dieses Gerenne. Insofern. Mal sehen, vielleicht sehen wir dann auch Mario Götze da, um da den Kreis zu schließen. Zu gönnen wäre es ihm von Herzen.